Können Fernseher rosten? Und ja, tatsächlich, Fernseher können auch durch Korrosion kaputt werden. Und viele von euch haben mir gefragt, warum hast du eigentlich kein Gaming-Setup in Brasilien? Und hier kommt die Auflösung dazu. Also wir haben ja hier die Wohnung am Meer, das ist eine Stunde von Sao Paulo entfernt. Das ist wohl einer der Gründe, warum ich hier niemals leben könnte. Und zwar die Luftfeuchtigkeit und die Salzaerosole in der Luft. Wir versuchen uns für die Wohnung keine teuren Geräte zu kaufen, denn die werden mit der Zeit alle hier kaputt. Wie ihr sehen könnt, selbst das Gehäuse hier des Fernsehers rostet schon. Hier die ganzen Buchsen auch alle verrostet und wenn man so ein bisschen in den Fernseher reinschaut, sieht man drinnen auch schon Rost. Alle paar Jahre wird irgendwas kaputt, entweder der Fernseher, dann wird die Soundanlage kaputt oder die Klimaanlagen sind jetzt auch schon alle kaputt, die müssen getauscht werden, die haben wir jetzt mal abmontiert. Durch das Klima und den offenen Balkon hier ist es wirklich unmöglich, dass die Geräte nicht anfangen zu rosten. Das ist der Grund, warum ich keinen PC hier habe, ich nehme nur meinen Laptop mit für die kurze Zeit und auch das Steam Deck, hau mich dann in die Hängematte und zock halt ein bisschen. Wollt ihr Sons of the Forest am Deck sehen?